mitbekommen, dass die Produktion von Snickers als leider eingestellt worden ist. Seien wir da mal bitte nicht böse. Paragraph 5721. Durch das Daumen hochgeben auf ein Danny Burnage Video bestätigt der Mann seine Potenzfähigkeit. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Heute werde ich mal auf meine eigenen alten Videos reagieren. Also Videos, die schon 3 Jahre alt sind, bis fast 4 Jahre. Also ich bin schon ziemlich lange auf YouTube dabei. Und es ist, ich glaube, 2011 irgendwann gewesen, als ich mir meine erste HD-PVR geholt habe. Das war damals so das Highlight der Aufnahmegeräte. Heutzutage ist es ja die Elgato. Und ja, das ist die erste Seite, wo ich die ersten Videos hochgeladen habe. Das Ganze war am Anfang ohne Commentary. Das war mein erstes Video, was ich jemals gemacht habe. Hat sogar 42 Likes. Das war ein Fly for All of Scrapyard in MB2. Am Anfang wollte ich nur gute Gameplays eigentlich bringen, weil ich wollte eigentlich nie Commentaries machen. Ich war einfach nicht mit mir selber zufrieden, meiner Stimme. Und ich wollte einfach niemand präsentieren irgendwie. Ich wollte einfach nicht, dass jemand meine Stimme hört. Ich mochte meine Stimme nie irgendwie. Also damals vor allem nicht. Mittlerweile geht's noch so, jetzt wo sie ein bisschen tiefer ist. Wo ich 20 bin. Ich hatte übrigens am 30.12. Geburtstag. Happy Birthday! Okay, nein, aber jetzt wo sie ein bisschen tiefer ist, ist es ein bisschen besser. Aber ja, es ist, sie ist immer noch ziemlich hoch. Das war ich damals ein Pro, meine Güte. Ich war damals wirklich, wirklich extrem gut. Ich hatte damals wirklich Skill, weil COD war das einzige Spiel, was ich jemals gespielt habe damals. Und ich war ein MW2, ein COD-Fan. Ich war sowas von gut. Was habe ich für einen Score gehabt? Ein 30:3. Das war damals normal für mich, ein 30:3. Ich war wirklich, wirklich gut in MW2, weil ich es dauerhaft gespielt habe, dauerhaft. Und das war mein erstes Video, ohne Commentary, ohne gar nichts. Einfach nur ein Test. Das Ganze habe ich dann so weitergemacht. How to get nukes. 37 Kills im Fly für alle, wenn ich eine Atombombe, da habe ich eine Atombombe bekommen. Und dann dachte ich, das wird viel Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe wirklich viel getan, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und jetzt kommen wir zu meinem ersten Commentary. Und zwar wollte ich dieses Commentary hochladen, damit es Dr. Kaboom sieht. Dr. Kaboom hatte damals so eine Ultra-Kill-Reihe. Und ja, das habe ich dann mit Musik und sowas hinterlegt. Wo ist das Commentary? War das mein erstes Commentary? Ich weiß es gar nicht. Nee, hier habe ich noch mehr. What the fuck? Mit deutschem Kommentar. What the fuck? Was für Titel habe ich damals gewählt? Oh mein Gott! Ich mach das Intro lieber mal weg. Es ist nicht irgendwie. Ich glaube nicht, dass es Copyright geschützt ist, aber schaut euch mal das Intro an. Was zum Teufel? Bestes Intro ever, das habe ich selber gemacht mit Sony Vegas. Okay, lass uns hinhören. Okay, ich habe erstmal gewartet, bevor ich überhaupt gesprochen habe. Ich habe nicht gleich von Anfang an gesprochen. Ich habe gewartet. Oh mein Gott! Wieso sage ich nichts? Ernsthaft? Ich wollte spannend machen, glaube ich. Ich wollte, dass die Leute darauf warten, dass ich endlich rede. Ich rede immer noch nicht. 50 Sekunden sind vergangen. Diesmal mit der Farmers. Jetzt rede ich. Hallo Leute, hier ist Danny Burnage und willkommen zu einem erneuten Gameplay-Kommentar von meinem Kanal. Diesmal mit der Farmers und einem Rotpunktvisier. Und wie ihr schon an der Zeit sehen werdet, ist es ein ziemlich schneller Nuke. Und zwar erspiele ich sie mir, um genau zu sein, in 2 Minuten und 56 Sekunden. Ich spiele hier mit allen Momenten. Später werden es noch mehrere sein, aber am Anfang war es halt nur einer, weil das 5. Spiel des Tages war. Okay. Und weil da noch nicht so viele on waren. Okay, stopp. Das war's, ist okay. Ich bin zufrieden. Das reicht mir. Dieses Kommentar habe ich übrigens gemacht, nachdem mein Headset und meine Elgato, meine HD-PVR damals kaputt gegangen ist. Die sind mir beide kaputt gegangen und ich hatte nicht das Geld, um sie zu ersetzen. Also musste ich 2 Wochen warten, bis ich mein Headset wieder neu eingeschickt bekommen habe, weil ich hatte ja Garantie drauf. Und dann habe ich Neues bekommen und da konnte ich eigentlich Commentaries machen. Außerdem habe ich es damals so komisch gerendert, sodass man den Sound nur aus einem Ohr gehört hat. Bestes Video ever. Das Ganze ging so ziemlich lang weiter. Ich habe ab und zu mal ein paar Commentaries gemacht, die haben sich allerdings nicht verbessert. Dieses Video übrigens, Burnage-Style, das ist mein erstes Video auf meinem Kanal, was die Leute denken, das war mein erstes Intro. So hat sich das Intro dann weiterentwickelt mit diesem Drachen hier. Das war auch damals mein Avatar. Und ja, es war ziemlich cool. Also das Intro war gar nicht mal so schlecht. Burnage-Mode on High Race. Ich wollte das Ganze international halten eigentlich mehr so, aber wurde ich doch zum Deutschen. Aber wie ihr sehen könnt, dieses Video könnt ihr immer noch sehen auf meinem Kanal. Das ist sogar mit, ich glaube, Musik hinterlegt. Und das ist mein... Wer guckt sich das Video noch 2015 an vor einem Tag? Wer guckt sich das Video noch 2014 an? Das bekommt sogar manchmal Kommentare. Vor einem Tag und vor einem Monat. Ja, vor 2 Tagen. Oh mein Gott. What the fuck? Das ist so... Keine Ahnung. Das Video ist ziemlich alt, aber das Gameplay ist wirklich, wirklich gut. Also dieses Video ist noch oben.
Und ja, kann man sich noch ansehen. Oh nein, das war mein erster Vlog. Viele davon sind schon auf privat. Ich werde nicht alles zeigen, aber das war mein allererster Vlog. Ich glaube, der ist sogar... Ist er noch online? Weiß gar nicht, ist er noch... Ich glaube, ich... Ja, er ist noch online sogar. Diesmal mit einem Real-Life-Video. Denn, ja, das ich war extrem schüchtern, lassen wir es. Okay, das Ganze ging so weiter und irgendwann wollte ich auch groß werden. Ich wollte auch Aufmerksamkeit bekommen. Deswegen, ich habe einfach gemerkt, die Leute, ich weiß nicht, gute Gameplays, ich weiß nicht, ob ich für immer dran Spaß haben werde. Deswegen habe ich auch was anderes gemacht und das war die allererste Verarsche, die ich gemacht habe. Das war die allererste, um zu gucken, wie es ankommt. Und ja, es hat geklappt. Damals waren es noch Zeiten für sowas. Ein paar Leute fragen mich immer noch heute. Ich sehe heute auch in den Kommentaren, mach noch mal sowas, wie du wurdest verarscht. Und ich mache ja auch sowas, wie du wurdest verarscht noch. Nur halt ein bisschen seltener, weil ich so oft einfach entdeckt werde. Aber diese Art von Verarschen, das war damals halt sehr in. So ohne Commentary, lustiger Musik. Heutzutage wäre es nicht mehr so. Oder wenn ich es noch einmal bringen würde, vielleicht schon. Aber wenn man es nur noch bringt, dann eher nicht mehr. Heutzutage wollen die Leute die Stimme hören. Und die Leute wollen auch lustige Musik, aber wie gesagt auch die Stimme hören. Und das war damals ein Highlight. Das war wirklich, wirklich cool. Die Leute mochten das sehr. Die Leute mochten das wirklich sehr. Es war aber auch wirklich, wirklich witzig. Oh mein Gott. Ich habe ziemlich lange an sowas gesessen. Ich glaube, an sowas habe ich so 3 Tage gesessen. Und nur, also nur das Erspielen. Und dann noch das Zusammenschneiden. Ja, hier habe ich, ich glaube, das war mein erster Ninja-Defuse. Davon habe ich eine Tonne gemacht. Davon findet ihr übrigens eine Tonne auf meinem Kanal. Also davon gibt es eine Menge. Eine richtig große Menge. Die Videos waren wirklich cool. Ich mochte sie. Oh mein Gott. Noch ein Ninja-Defuse. Übel. Face-Armor. Ich dachte, ich habe wirklich einen Face-Member damals getrollt. Okay, damals wollte ich immer ein Highlight finden. Und hier bin ich. Und habe diesen Gegner gesehen. Und ich wollte, ich habe wirklich, ich habe, ich glaube, 4, 5 Tage oder über, ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber es war sehr, sehr lange dafür gebraucht. Ich wollte ihm eine Nachricht schreiben mit Turnaround. Ich wollte unbedingt so einen Clip haben, wo ich Turnaround reinschreiben kann. Vor allem auch, damit ich in den Titel die beste Nachricht schreiben kann. Und ja, Turnaround. Und dann hat er sich umgedreht. Das bedeutet ja, dreh dich um. Und man, das war damals ein Highlight. Das war so ein riesiges Highlight. Und dann hat er sich umgedreht. Und dann habe ich ihn gekillt. Jetzt musste er erstmal die Nachricht lesen. Und ich habe schon alles bereit gehalten. Oh mein Gott, das war echt cool. Hab wirklich, wirklich lange gebraucht für sowas. Und hier habe ich ihn dann gekillt. Also er hat sich wirklich umgedreht. Das war auch nicht gespielt oder sowas. Das war ein realer Clip. Das war kein Fake oder so. Und dann noch die Killcam. Gott, ich habe mich so gefreut. Hier so viele Kommentare noch. Weiß gar nicht, wann wurde der letzte Kommentar geschrieben? Vor 2 Monaten. Das ist ein ziemlich altes Video. Sehr, sehr alt sogar. Oh mein Gott. Irgendwann habe ich gemerkt, es kommt ziemlich gut an. Dr. Kaboom hat mich auch mit einem Like unterstützt. Und dann habe ich immer mehr davon gemacht. Und das war auch so der erste Moment, wo ich auch mit Thumbnails begonnen habe, so. Hier habe ich übrigens irgendeinen Clip, ich weiß nicht, ob ich den zeigen will. Okay, hier habe ich das erste Video mit meiner Freundin gemacht. Das war mit Knutschi, das war meine allererste Freundin. Zu der habe ich heutzutage keinen Kontakt mehr. Aber das war meine erste Freundin, mit der habe ich ein paar Videos gemacht. Sind immer noch online, wie man sehen kann. Also kann man sich ansehen. Viele sind nicht mehr online. Weil ich entweder nicht zufrieden damit bin oder wie auch immer. Aber hier sieht man zum Beispiel... Das sind, die Videos konnte ich übrigens nicht monetarisieren, weil sie anscheinend manchmal Musik drin hatten, die man nicht monetarisieren durfte. Und ich habe wirklich viel davon gemacht, man kann nicht alle ansehen. Eckenglitch. Damit, also das war das, so die erste Verarsche, wo ich auch tatsächlich gesprochen habe. Also ich habe jemanden in der Ecke, hier in dieser Ecke, genau. Da habe ich auch Untertitel und sowas reingemacht, weil ich wirklich wollte, dass die Leute schauen. Und weil man es nicht so gut hören konnte, wegen meinem schlechten Headset. Und er hat auch alles geglaubt, ich habe sogar gesagt, es war auch gar nichts gefaked, also... Ich hab nicht irgendwie was gefaked oder so. Genau. Und jetzt chillen wir jetzt ein bisschen. Könnt ihr euch ja ansehen. Könnt ihr euch ja ansehen. Okay. Was, das war erst die dritte niemals? Sehen, genau. Komisch. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, woran es liegt, aber... Lass mal ein bisschen weitergehen. So ein bisschen viel weiter, so in die Mitte ungefähr. Oh, das habe ich selber gemacht. Das habe ich wirklich, wirklich selber... Wo ist es? Ich glaube, das war Explosionsgefahr. Das habe ich wirklich selber gemacht. Da wollte ich unbedingt sowas machen wie, so Animationen und sowas herstellen. Wer nervt? Yo, servus, Danny Striker hier. Oh nein. Und da muss ich hier leider was sagen. Ich habe mitbekommen, dass die Produktion von Snickers als leider eingestellt worden ist. Aber sei mir da mal bitte nicht böse. Danny, bist du noch dran? Hallo? Das war episch. Ich bin aufgewacht. Schon wieder da vom Kacken. Schon wieder da vom Kacken. Das war, weil ich etwas an den in das Intro reintun wollte, was ich quasi vor das Video tue. Keine Ahnung wieso, ich wollte einfach ein cooles Intro haben.
Und hier habe ich auch das auch geübt. Was ist das hier eigentlich? 100 Kilometer links zu Snickers-Eis und ich bin am Ertrinken. 2 Kilometer nach rechts, nach zu Wasser. 100 Kilometer nach Snickers-Eis. Zum Snickers-Eis. Das habe ich selber gemacht. Ist cool. Diese Videos haben mich tatsächlich auch zum Erfolg gebracht. Also so, dass YouTube meine Videos empfohlen hat. So hat es begonnen. Und das war die Serie. Ja, das war mittlerweile bei 25 schon. Da habe ich noch sogar so Gegner im Game verarscht. Das habe ich da sogar noch gemacht. Gegner ticken aus. Du wurdest verarscht. Ich glaube, hier habe ich auch sogar mit Leuten gesprochen. Und das ist sogar einer meiner meistgesehensten Videos. Hier irgendwas davon. Hier habe ich mal Leute irgendwie gesagt. Ich habe zu denen gesagt, sie campen. Und habe ich dann mit ihnen gestritten. Weiß gar nicht. Das war ein Video gegen MPO. Das war krass. Das war richtig heftig. Also was heißt heftig? Nicht wirklich heftig, aber ich fand es halt irgendwie witzig. Und da habe ich es dann hochgeladen. Das war auch im Livestream. Immer noch gibt es Leute, die hier irgendwie kommentieren. Das ist cool. So viele Leute noch. Ja, vor einem Tag, ich hasse MPO so sehr. Internet-Gangster, ich laber mich voll. Ich lese die Kommentare. Nicht mehr alle ganz alten, aber ich lese schon viele Kommentare. Durch das Daumen hochgeben auf einen Danny Burns. Das war mein altes bestätigt Intro. Der Mann seine Potenzfähigkeit. Letztens im Livestream, 14.12.12. ein Danny vs. MPO. Habe ich noch Werbung für meinen Livestream gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott, du. Was soll das, Alter? Was killst du einfach so EMPW den Boss? EMPW oder Boss. Oh mein Gott. Ja, du bist das. Diese Videos waren am Anfang nicht so viral. Die Videos werden irgendwie erst später immer so viral. So, dass wenn ich irgendwie nach einem Monat auf das Video drauf gehe, wo ich mir denke, okay, also so viele haben es ja eigentlich nicht gesehen. Und dann denke ich mir, holy shit, nach wie viel? Nach zwei Jahren oder drei Jahren? Nee, okay, nach zwei Jahren eher. Wird das Video halt immer richtig oft gesehen. Das finde ich ziemlich cool. Das war die Zeit, wo ich ziemlich viel mit Mädels gemacht habe. Sehr viel mit Mädels. Und das war zum Beispiel ein Video mit Prinzessin Lea. Das war Nummer 2. Ah, mein Nippel. Es hat wirklich weh. Sie hat mir einen Nippeltwist gegeben. Hier habe ich die Top 5 Verarsche der Woche gemacht, weil es der Moment war, wo mich schon ziemlich viele Leute gekannt haben. Also sehr viele Leute. Und da habe ich manchmal sogar tagelang versucht, irgendwie eine Verarsche zu bekommen. Und habe es dann irgendwie doch nicht geschafft, weil mich alle einfach erkannt haben. Und wenn mich mal einer nicht erkannt hat, dann hat einer gesagt, dass ich ein bisschen bekannter bin. Oder jemand hat nur so getan, dass er mich nicht kennt, damit er ins Video kommt. Und deswegen hat mich das irgendwann aufgeregt und habe damit dann weniger davon gemacht. Aber ich habe andere Videos gemacht und die kamen auch wirklich sehr gut an, wie das Video mit Lea oder hier Snickers Eis Apfelschorle und meine Ehefrau. Sag mal, magische Mischmuschel, mir ist heute extrem langweilig. Dann wickst ihr ein. Ja, ich weiß nicht, also ich habe heute schon dreimal und das Papier ist auch alle. Und um ehrlich zu sein, habe ich auch nicht mehr so die Lust dazu. Dann schau dir ein Porno von uns an. Ein Porno von uns anschauen. Also ich muss sagen, hör zu, du bist wirklich gut im Bett und dein Fake-Gestöhne erst. Das Fake-Gestöhne ist wirklich saugenial. Also das klingt nicht mal fake, also versteh mich da bitte nicht falsch, okay? Aber um ehrlich zu sein, schaue ich mir doch lieber gerne ab und zu Pornos von anderen Leuten an. Tut mir echt leid, dass du das so erfahren musst, aber was hältst du denn von einem Livestream? Klingt gut, Süßer. Okay, das waren die Zeiten, wo ich hier, das war mal wieder eine Verarsche, aber die ihr sehen könnt, sie hat 4.600 Likes und 1.400 Dislikes. Ab dem Moment, ab dem eine Verarsche so gedisliked wurde, weil die war auch nicht so gut, aber ab dem Moment hatte ich die komplette Motivation verloren, weil ich dafür, ich glaube, eine Woche gesessen habe und verzweifelt versucht habe, eine Verarsche zu bekommen. Aber glücklich genug haben die Leute auch meine anderen Videos geschaut, weil ich immer nebenbei sowas anderes gemacht habe. Ich habe so Verarschen nie immer gemacht, weil sie halt sehr lange gedauert haben. Deswegen musste ich irgendwas anderes auch tun. Und das war die Zeit, wo wir Sexfragen gemacht haben. Das habe ich mit Giorgio gemacht. Den habe ich dann in dem Moment kennengelernt. Ich habe ziemlich viele Videos mit ihm gemacht. Sogar über einen bestimmten Zeitraum. Wir hatten eine ziemlich lange Zeit, sogar immer jeden Tag, den ganzen Tag Kontakt. Also, ich weiß, dass du da hinten stehst, Digga. Wir haben ja, aber klar, was schluckst du denn, Alter? Du schluckst ja mehr als... Er hat sich ziemlich aufgeregt. Jojo, hast es zu verlieren. Wow. Wow, Alter. Was denn? Was denn? Was denn? Der Blitz kam, Digga. Du bist tot, Alter. Ja, wie arrogant ich war. Oh mein Gott. Ja, du bist einfach tot gewesen. Jetzt bin ich tot. Okay, das waren meine allerersten Videos, so, die ich so gemacht habe. Ich hoffe, euch das ganze Video gefallen. Denn jeder fängt mal klein an, das will ich damit zeigen. Also wenn ihr irgendwie klein auf YouTube seid oder auch in anderen Tätigkeiten, es muss ja nicht immer auf YouTube sein. Nicht jeder will YouTuber werden, es ist ja nicht für jeden. Aber es gibt viele Leute, die selbstständig werden wollen. Jeder muss mal klein anfangen und entweder man wird groß mit einer guten Idee oder nicht. Viel Glück muss dabei sein, ihr müsst wirklich viel Glück haben, dass ihr entdeckt werdet. Und ihr müsst viele Ideen haben und viele Sachen neu ausprobieren. Das ist eine große Pflicht, Sachen auszuprobieren.
Weil, auch wenn ihr Angst habt, dass die Leute das nicht schauen werden, man muss es wenigstens ausprobieren, damit ihr wisst, dass... Ihr wisst ja gar nicht, bevor ihr es ausprobiert habt, dass die Leute das nicht sehen wollen. Deswegen ist Ausprobieren die größte Sache. Und auch als ich meine erste Du wurdest verarscht-Folge gemacht habe, das war alles nur Ausprobieren. Weil am Anfang wollte ich nur gute Gameplays bringen, doch halt ich die Schnauze voll von guten Gameplays hatte, weil es mir langweilig wurde, immer nur davor zu sitzen und auf ein gutes Gameplay zu warten. Habe ich dann etwas anderes probiert und das hat auch geklappt. Und dann haben auch meine Live-Commentaries geklappt, alles hat dann geklappt. Weil meine Videos im Großen und Ganzen besser wurden. Und ja, deswegen nie aufgeben, immer weitermachen, immer neue Sachen probieren. Ein paar Leute, wenn ich das auf YouTube so sehe, sie machen immer dieselben Sachen. Und dann erwarten sie, dass es immer mehr Leute sehen, obwohl es gar nicht sein kann. Weil man kann nicht, wenn man dasselbe immer macht, mehr erwarten. Das ist nicht möglich. Viele Leute haben sich gewundert, wieso ich so wenig hochlade. Und momentan lade ich so wenig hoch wegen meinem zweiten Kanal. Ich mache ziemlich viele Videos auf meinem zweiten Kanal momentan, wie ihr sehen könnt. Also ich lade da seit ungefähr mehreren Wochen lade ich da ziemlich qualitativ hochwertige Videos hoch. Zum Beispiel sowas hier. Das war zum Beispiel so ein Moment, wo ich mir dachte, what the fuck? Faust. Oh. Sonst, Mann, holy shit. Ist klar. Okay, das war sehr interessant. Ja, das Ding ist, ich zocke schon seit 4 Jahren COD und ich brauche ab und zu mal eine Pause. Und dieser Kanal ist halt für mich da, um halt diese Pause zu bekommen, sage ich mal. Bestimmt haben viele den Kanal kennengelernt, als ich diese Videos gemacht habe. Hier diese Far Cry Videos und diese ungeschnittenen Videos. Diese Videos, die keine Arbeit beanspruchen oder weniger Arbeit. Aber seit ungefähr 2 Wochen läuft der Kanal wirklich viel, viel besser schon. Und ich lade ziemlich qualitativ hochwertige Videos hoch, also Videos, die ich halt ziemlich, ziemlich oft schneide, für die ich sehr, sehr lange brauche. Und da lade ich jeden Tag um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr ein Video hoch. Auf meinem Hauptkanal werde ich immer Videos hochladen, wirklich immer Videos hochladen. Das Problem ist nur, ab und zu brauche ich eine Pause, weil COD, ich spiele das Spiel schon so lange und ich brauche eine Pause. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr trotzdem immer dran bleibt und immer auf Videos wartet, obwohl in dem Moment halt ein bisschen weniger kommt. Einfach aus dem Grund, weil ich... einfach mit diesem Spiel einfach eine Pause brauche. Ich brauche einfach diese Pause, weil ich will euch wirklich gute Videos bringen. Ich habe gemerkt, als ich jeden Tag Videos gebracht habe, dass viele Leute es nicht mehr so gesehen haben oder nicht mehr sehen wollten, weil sie die Schnauze voll davon hatten. Und ich habe am Tag, ich glaube sogar 10 Videos oder sowas rausgebracht. Ich glaube, das war ein... das war halt die Zeit, wo ich diese anderen Videos gemacht habe. Und das war ein Fehler und ich will das nie wieder machen. Ich will nur noch bessere Videos bringen, die... wo ich wirklich richtig dann Spaß habe. Und auf meinem Let's Play Kanal ist, oder auf meinem Danny Jason Kanal ist es halt einfach so, dass ich da immer verschiedene Spiele mache. Es wird einfach nie langweilig, weil es da so viele Spiele gibt. Außerdem habe ich da auch viele Vlogs. Ich gehe sehr viel auf eure Kommentare an. Ich antworte sogar in den Kommentaren. Und das Ganze ist ziemlich, ziemlich cool und macht sehr, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, ich werde meinen Hauptkanal nie aufgeben, niemals. Selbst wenn mein Let's Play Kanal irgendwann größer werden sollte. Ich liebe meinen Hauptkanal, ich liebe auch COD und ich werde COD für immer weitermachen. Aber ich habe halt auch meine Phasen, wo ich sage, momentan fühle ich mich nicht danach und ich will einfach kein Video hochladen, wonach ich mich momentan nicht fühle. Aber ich denke, das können viele Leute verstehen, denn irgendwann hat man einfach die Schnauze voll von dem Ganzen und von dem Game. Deswegen, ich brauche ab und zu mal eine Pause. Aber wie gesagt. Okay, das war's mit dem Video. Es ging ziemlich, ziemlich lange. Ich glaube, das war das längste. Man reagiert auf seine Videos ever, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe so viel zu erzählen. Ich rede auch immer so viel. Das Video wird schon wieder so lang sein. Aber vielen Dank fürs zu Ende schauen. Zeig, wie böse du bist und like dieses Video. Abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Und dann sage ich wie immer, nur noch 3, 2, 1, Schock. Reise das. Und jetzt spring runter. Oh. Oh. Holy